So. Ich habe gesagt, kannst du es lesen? Das schaut aus wie Noten. Ja, das kannst du nicht. Dann steht Erwin Faber. Du stehst auf dieser Seite. Applaus. So, das ist auch für Applaus. So, so. Applausprobe am 14. Mai 1977. Nach 11 Wochen einer langen, aber nicht ungewöhnlich langen Probenzeit ist die Arbeit des Regisseurs Ingmar Bergman an Strindbergs Traumspiel zu Ende. Hier. Und alle so. Ist gut. Und dann Franzl Kutscherer oder Kutscherer. Kutscherer. Na, Kutscherer sagt er, also wenn er auf gute Laune ist, dann sagt er Kutscherer. Oder? Ja. Jawohl. Ja, Franz. Ja. Und hier Max Meirisch. Ja. So. Und dann Kurt Meißel. Ja. Was? Toni Berger, Otto Bolesch, ist in der Mitte. Dann haben wir Christine Ostermeier und Anne Kersten. So, ja. Hier stehst du. So, ein bisschen mehr vorne. Hier auf dem Strich hier. Finde ich gut. Anne? Ich bin da. Alles schön. So. Ach so. So, dann musst du ein bisschen so. Ich tue ihn weg. Ja. Ja, es wird nicht lange dauern. So, siehst du den Strich hier? Jetzt ein bisschen, du, ein bisschen mehr so. So, ein bisschen mehr so. Siehst du beide auf, so. Ja. So. Und Christine Buchegger. Ja. Wo bist du denn? So, die Damen stehen ein bisschen nicht so dicht zusammen. So, pass mal auf. Ich gehe jetzt, um mich das anzuschauen. Ohne Hut. Ohne Hut. Ja. Ohne Hut. So. Kann man den Hut von Victoria abnehmen? Das sieht schön aus. Und machen wir dann so oder machen wir so? Ja, nein. Was machen wir? Und dann? Licht. Nix. Dann Licht. Machen wir eine. Dann. Der ging vor. 1, 2, 3. Ist schön. Und dann bleiben wir stehen. 101, 102, 103, 104, 105. 5 Sekunden. Und dann machen wir es nochmal. Und dann nochmal. So. Dann geht's. Ingmar. Ja. Der Vorhang bleibt immer auf. Das Vorhang bleibt auf. Ja. Auf. Also 2 Verbeugungen, dann Vorhang ja. Runter, ja? Mhm. Aha. Also. Und dann Vorhang wieder auf. Und dann wieder 2 Verbeugungen. Ja. Und dann runter, ja? Und dann vielleicht reicht es nur zu einer Verbeugung. Sieht sehr schön aus. Und dann? Nach 4 Vorhängen, nach 4 Verbeugungen. Nach 2 Vorhängen. Dann gehen wir ab. 2 Vorhängen. Nein. Wir bleiben so. Bis zum Ende. Ja. Das ist hier so üblich. Ja. Du musst kommen. Ich will euch was sagen. Und das ist wirklich, ich habe es 2-mal gemacht, kam 2-mal auf der Bühne. Das war 2 Katastrophen. Aber warum? Soll ich diesmal was besser stehen? Ja. Alle Kollegen sind da. Nein, überhaupt. Damit bin ich zu gewöhnt. Pass auf, wenn du vielleicht dann dort stehst, Ingmar? Ja. Ja? Und die Christine holt. Nein, ich will, das werden wir, wir werden sehen, was passiert. Ja, gut. Das ja. Also.
Das machen wir dann laut. Jetzt gut. 101, 102, 103, 104, 105. Herr Meißel, eine Frage an den Intendanten. War es schwierig, Herrn Bergmann ans Residenztheater zu holen? Nein. Er war bei uns in einer Vorstellung in Puntila. Das habe ich gewusst. Und da habe ich ihm ein Telegramm geschickt, ob es möglich wäre, ihn einmal zu sehen und zu sprechen. Da hat er mir ein Telegramm zurückgeschickt. Jederzeit. Dann haben wir uns getroffen. Und dann waren wir uns in ganz kurzer Zeit einig. Also für mich war es gar nicht schwer. Ja, in Ordnung, ja. Ja, gut. Du willst es ausgebaut haben. Ich habe über diese Ecken ein bisschen gefreut. Und dann muss man das gut. Den ganzen Weg. Und nichts Darlings. Ich hebe sie dann. Doch, das war ein Darling für dich. Ja, wegen der Beleuchtung. Ja. Aber das war auch alles. Du, aber ich. Du hast gedacht, man sollte 1,5 Meter. Ihr könnt jetzt raufkommen, mithelfen, wer noch zur Technik gehört. Du, zum Beispiel, also das Einzige, das wirklich schwierig ist, das ist natürlich dieser Augenblick hier mit dem Tür da. Mit dem Fenster und mit dem Ofen. Und mit dem Ofen. Ein Ofen könnten wir doch also aus Holz, eine Attrappe bauen hier. Tiefgezogen. Es wäre natürlich am besten, könnte man dieses Stück... Mit der Tür. Ja. Könnte man von in ein Stück machen. Dann dies hier. Das ist so, Meter, dass, ja. dann kommt ja. eine von dieser Seite und eine andere von dieser Seite. Seite. Und ja. ihr stellt das ja. hier und der, und steht, der stellt das Eck dazu. Und ja. dann haben wir unser Ofen ist auch ein kleines Budget. Könnte am besten wäre es natürlich, ob dieser Ofen ganz leicht wäre und auf an der Wand so. Ja, wollte ich auch. Ja. So, das wäre natürlich am besten. Wäre das möglich? Und wer soll das dann tragen am Abend? Am Abend wird es von zwei jungen Herren getragen. Du willst es jetzt hier tragen? So, eben. Ja. So. Dann kommt das von hier und das andere von drüben. Dann kommt das hier und dann wird es so. Ja. Ganz einfach. Und das hier muss auch so konstruiert sein, dass muss natürlich auch aus Aluminium gemacht werden. Ja, ja, das ist ganz leicht. Ja, ja. Ganz leicht. Ja, jetzt fangen wir mit Anfang. Mit dem Anfang an. Sind alle hier auf der Bühne? Bitte alle auf die Bühne. Bitte alles auf die Bühne. Am Anfang ist es so. Der Dichter sitzt im Dämmerung. Er ist eingeschlafen. Dann wacht er auf. Und seine Lampe, zündet seine Lampe, also macht seine Lampe heller. Ja, macht seine Lampe heller. Finde ich schön. Macht eine Lampe hell. Dann sieht man dass hier im Dunkeln
stehen alle diese Menschen, die er geschrieben hat. Das ist ja so, jemand hat gesagt, Balzac hat 4.000 oder 5.000 Menschen geschafft und getötet in seinem Leben. Ich weiß nicht, wie viele Strindberg gemacht und getötet hat, aber das ist natürlich unwahrscheinlich viel. Aber die stehen ja hier am Anfang alle. Dann fängt er an zu schreiben. Dann schreibt er, wo bist du, Tochter, wo? Nicht wahr? Michael? Ja. Ja. Dann antwortet plötzlich jemand davon. Ihr Vater. Ihr Vater, hier. Dann hat er plötzlich einen Dialog mit einer von seinen Gestalten, die Tochter vom Indra, und er ist selbst der Indra. Das ist ein Spiel zwischen die beiden. Sie sagt, da unten ist die Erde. Was ist das für ein Geschlecht, das du ja hast? Und dann sagt er, steig hinab, sie selbst. Ich will mich über die Kinder des Schöpfers nicht äußern, doch was zu dir heraufdringt, ist ihre Sprache. Das klingt wie... Ja, ihre Sprache. Dann sagt er, ist ihre Sprache. Ich will mich nicht über... Die Kinder des Schöpfers nicht äußern. Kinder des Schöpfers nicht äußern. Das ist ein Satz für euch. Dann hatte ich gedacht, dass jeder hier ganz, ganz leise einen Satz flüstert, also ein Destillat von seiner Rolle, ganz für sich flüstert, hier auf der Bühne. Dann sagt sie, das klingt wie, froh klingt es nicht. Steig hinab, du selbst, und höre. Komm dann zurück und berichte mir, ob ihr Klagen und Jammern einen Grund hat. Ja, ich will zu Ihnen. Komm mit mir, Vater. Ja, komm mit mir, Vater, dann hört es auf. Das ist so. Habe ich das ganz klar gesagt, oder? Ja. Aber das soll so leise sein. Das soll so unwahrscheinlich, aber das soll doch, das ist sehr wichtig, dass es trotzdem ganz substanziell ist. Wir werden damit, und die Lola, die weint ganz leise. Kein Satz, sondern das Weinen. Die weint, ja. So man auch in diesen leisen Flüstern hier, hört man auch ein Weinen. Schofeusch. Das Protokoll aus dem Prozess um des Kaisers Bart und um das Abnehmen des Wassers in den Quellen des Ganges. Ein kleiner Beitrag. Meine schwarze Maske, die mich zum Mohren wider meinen Willen machte. Meine Schönheit, mein Leid. Meine Hässlichkeit, mein Leid. Ich gebe meine Hand für mein Auge. Mach schnell, das Leben ist kurz. Schneller, schneller!
ich habe gelesen, wenn das Leben sich dem Ende nähert, saust alles wie in einer einzigen Folge an einem vorbei. Ist dies das Ende? Ja, mein Ende. Gott hat mich betrogen. Die Menschen verfolgen mich. Die Regierung lässt mich im Stich. Und meine Amtsbrüder verhöhnen mich. Wie könnte ich noch glauben, wenn kein anderer glaubt? Wie kann ich für einen Gott einstehen, der nichts für die Seinen tut? Quatsch ist alles! Weißt du, was das war? Ein Martyrologium. Ein Kalender, der für jeden Tag des Jahres den Namen eines Märtyrers hat. Märtyrer? Ja, einer, der gemartert und getötet wurde um seines Glaubens willen. Warum? Weiß ich nicht. Glaubst du, dass alle, die gemartert werden, leiden? Und dass alle, die getötet werden, Schmerz empfinden? Das Leiden ist ja die Erlösung und der Tod die Befreiung. Ich kleistere, bis es nichts mehr zu kleistern gibt. Wenn selbst der Himmel zerrisse, du würdest versuchen, ihn zusammenzukleistern. Geh! Gibt's da im Schloss keine Doppelfenster? Nein, du, da nicht. Dann kann ich ja gehen. Letzten Position, ja? Atze, das Tempo in diesem beim Opfern darf nicht plötzlich akzelerieren. Das muss ganz gleichmäßig sein und alle müssen aufeinander warten und zuhören. Zum Beispiel, das ist sehr wichtig, dass du plötzlich nicht schneller wird. Mhm. Denn dann war sie plötzlich eilig. Verstehst du? Das es muss wirklich, also dasselbe Tempo hier, Anne fängt, also Frau Kersten fängt also an und diese Ruhe soll es die ganze Zeit haben. Die Unterbrechungen, da sind diese da, dein, du bist auch eine Unterbrechung, also das und du. Aber sonst ruhig. Bezieht sich das auf den Gang oder das Sprechen? Du, beides. Das beides. Ja. Das war beides. Also das hat sich plötzlich akzeleriert, verstehst du? Und dann kam das alles out of rhythm, aus dem Rhythmus. Das kam aus dem Rhythmus. Also kam aus dem Rhythmus. Ja. Schön. Ja. Jetzt machen wir es nochmal, ja? Also nur das von deinen Schuhe. Ja. So. Ich schüttle. So. Und jetzt ruhig. Und alle jetzt im Positur, ja? So. Ja. Bitte. Jetzt schüttle ich zuerst den Staub von meinen Füßen. Die Erde. Das ist hier wichtig, was ich gesagt habe, mit der Konzentration hier. Und mit dem Zuhören ist unwahrscheinlich wichtig. Denn alle, sie hat sich ja vom ein irdisches Wesen, ein irdischen Agnes, sich jetzt in Indras Tochter verwandelt. Sie geht jetzt weg, das ist ja seine Idee, sie geht ja jetzt weg, um mit Gott zu sprechen über die Verhältnisse von diesen Kindern hier. So, alle hören zu, was sie sagt. Also gehen die Blicke von dem Altar weg auf die beiden? Ja, wenn es geopfert wird, dann ist sind die Blicke auf Altar, aber wenn sie ihr Abschied nehmen, geht's zu ihr. Dann zu ihr, ja. Dann gehen alle, das war sehr schön, dass du das sagst. Vielen Dank. Das ist sehr wichtig. Dann wissen wir das. Dann glaube ich, dann schaffen wir es. Und dann ist es für heute Schluss. Fertig. Und vielen Dank für Geduld und für Verständnis und alles. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Was ist morgen wieder? Doch, ja. Morgen haben wir also Tanzprobe. Ich wollte... Ja, nein. Wir fangen also alle, morgen fangen wir alle mit Promotion.
mit der Promotion. Und ich glaube auch diese letzte Szene. Ja. Die Promotion, wenn wir das schön machen, dann nimmt es nur 5 Minuten, nicht wahr? Dann machen wir auch Schlussszene. Ja. Dann wird's getanzt. Ja. Ja. Und ich wollte ein... Ja? Ist da alles dabei? Nein. 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 Ich wollte einen Augenblick mit Herrn Bohlisch und mit Herrn Birks auch sprechen. Das ist kein, ich werde keine Vorwürfe sagen. Das ist nur ein, so ein kleines Gespräch. Dann ist es, also sehen wir uns morgen um 10.30 Uhr. Ja, ja. Vielen Dank. Wer muss denn tanzen? Na, deine Art, zum Beispiel lieb sein, streicheln, kommt ja viel mehr raus, wenn einer bei mir schreit. Ja, da, aus. Weißt du, das kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht. Dann kann ich nicht mehr. Dann kommt auch nicht mehr. Und das sind doch keine Pädagogen mehr heute. Ja, nichts mehr. Erstens sind das keine netten Menschen. Man kann schräg sein, man kann alles sein, aber man muss in der Arbeit auch pädagogisch sein und lieben. Das, ja, und siehst du, das ist die Hauptsache. Ich glaube zum Beispiel, und besonders mit so einem Stück, das muss doch, kann nur durch Liebe entstehen. Überhaupt alles, ich bin ja immer nur dafür. Ja. Ich bin immer für nett und lieb und gut einander vorbeikommen. Und das, dann, das, auch, man sich auch. Das hast du ja auch im Studio gesehen. Wir haben doch kein hartes Wort. Überhaupt nicht. So was habe ich überhaupt nicht erlebt. Ja, das, es ist ja auch unmöglich, etwas Schöpferisches zu machen, wenn ein hartes Wort ist. Wenn man auf dem Urschluss ist. Dann ist dann der alles verkauft. Aber du, das gibt, doch Regisseure, besonders vorher, auch in Schweden, die glaubten, die könnten die besten Resultate durch Angst. Durch Angst und durch Zerbrechen. Ja, und durch Zerbrechen. Und dann kriegten sie also fabelhafte Resultate für eine Premiere. Ja, aber dann... Und dann waren alle hysterisch und hatten Angst. Und danach, also... Sack zusammen, natürlich. Ja. Mit solchen Regisseuren kann ich überhaupt nicht arbeiten. Mhm. Aber leider gibt es davon aber 90%. Aber du, das kann man, ich glaube... Ändern. Wir haben, ich habe mit Kurt auch davon gesprochen. Mhm. Man kann auch wirklich sagen, also die, zum Beispiel beim Promotion, dann habe ich gesagt, ich kann diese Promotion nicht mit Komparsen machen. Das geht nicht, das kann ich nicht. Denn dies ist doch, und Anfang, und dann da kann ich auch, Anfang und Ende geht auch nicht, kann man auch nicht mit Kompass. Nein, das ist ganz nicht. Das alles, da sind doch, das, dies ist doch ein Orchesterstück. Ja, mit großen, mit, das muss alles mit Solisten. Das ist doch ein Kammermusik und alles muss von Solisten gespielt werden. Und das wird, also das Tutti gespielt, also mit allen. Und dann, auch die kleinen solistischen Dinge müssen auch da mit Solisten. Da handelt es sich jetzt um den. Am 23. April 1977 fand die erste öffentliche Probe statt. Es war der erste Versuch dieser Art im Münchner Staatsschauspiel. Ein Probendurchlauf des ganzen Stückes ohne Kostüm und Maske und im markierten Bühnenbild. Vom Regisseur wurde nicht unterbrochen. Die Diskussion nach der Probe dauerte ungefähr 1,5 Stunden. Es fehlt noch einen, ja? So, wo ist der Walter zum Beispiel? Ja, er hatte eine, wie man sagt in Schweden, die Natur hat gerufen. Da ist er ja schon. Sitzt du bei mir, oder? Schon wieder. Sitzend zur linken Hand Gottes. Ja, also, wie lange hat es gedauert? Haben wir eine Zeit? Erster Teil 1 Stunde 8 Minuten, der zweite Teil 52 Minuten. 2 Stunden. Also genau 2 Stunden Spielzeit. Wie du es wolltest. Also wie, 2 Stunden Spielzeit, genau. Weißt du, 2 Stunden. Also, willst du noch mal sagen, ja? Also, der erste Teil, 1 Stunde 8 Minuten. 1 Stunde 8 Minuten. 8 Minuten und der zweite Teil 52 Minuten. Aber das ist Fabel. Den Punkt. Das ist fabelhaft. Das ist Fabel. Dann wird es schneller hier gespielt, denn bei uns hat es 2 Stunden und 5 Minuten gedauert.
Ja. Nein, ich weiß nicht. Wir haben es. Wir hatten so eine. Das ist ein Unterschied. Wir hatten so eine kleine Bühne mit nur 400 Plätzen. Und dann kann man auch langsamer. Dann kann man es langsamer spielen, nicht wahr? Hier muss man ein bisschen schneller. Im Gegenteil. Nein, hier muss man lauter sprechen, muss senden und dadurch muss man stützen und muss breiter sprechen. Ja, das stimmt. Aber man kann auf eine Pause, man kann auf eine Pause zum Beispiel länger liegen auf eine kleine Bühne, wenn die Leute in der Nähe sitzen. Das spüre ich immer, weißt du, wenn ich zuerst auf der Probebühne bin, dann kommt man herunter und dann setzt man sich hin und dann ist es plötzlich unwahrscheinlich langsam, das Ganze. Und wie war jetzt, also bitte, sag jetzt, wie habe ich es gefühlt? Sehr aufgeregt. Sehr aufgeregt. Ja. Ganz schlecht. Eine. Ganz schlecht, ja. Ja? Und? Eine vorzeitige Spannung. Ja? Einfach gezwungen dadurch schon beim Frühstück das Wissen, dass Leute drin sitzen. Das verändert. Ja? Mehr? Aber ich sag's nicht negativ. Nein, 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 nein. Also, wir werden auch darüber sprechen, ja? Wie hast du das Gefühl? Naja, ich habe es insofern leichter, weil ich natürlich mehr zu tun habe. Ja. Und nach ein, zwei Bildern, also kann sich bei mir dann die Nervosität legen. Ja. Nicht wahr? Während bei anderen Kollegen natürlich ist es nicht so. Ist furchtbar mit so kleinen, Rollen, ja. Ich habe die Möglichkeit, also mich mehr zu finden. Ja. Wie hast du es gefühlt? Ja, ich hatte auch ohne Publikum das Gefühl, mich konzentrieren zu müssen. Ja. Nicht wahr? Ja. Aber es ist, kommt schon eine etwas Überspannung dazu. Ja. Durch aber, die Menschen unten. Ja. Aber von der Konzentration her hat es uns mir genauso viel Spaß gemacht, als wenn wir eine Probe ohne Publikum gemacht hätten. Spaß hat es gemacht. Man hatte das Gefühl, dass die Leute uns sehr gut gesinnt sind. Irgendwie. Ja, ja, das war die Stimmung war unwahrscheinlich. Die Stimmung war vom ersten Moment schon von unseren stummen Stehen geworden. Ja. Sehr sympathisch. Sehr, also, und dieses Bewusstsein zu bekommen durch das Publikum. Die waren ein bisschen zu respektvoll, aber die waren, also die haben wirklich zugehört. Ja, das hat man gespürt. Und für dich? Ja, ich bin da ein bisschen abnormal. Ich bin nicht aufgeregt, weil ich mich so konzentriere. Ist für mich eine Probe, für mich ist eine echte Probe. Ja. Aber ich würde natürlich lügen, wenn ich merke, dass die Kollegen nicht aufgeregt sind. Beim Walter hatte ich das Gefühl, es zerreißt ihn vor Aufregung. Und da weiß ich eben nicht, und bei dir am Schluss auch, da weiß ich nicht, ob das günstig ist. Ob wir schon so weit sind, dass wir uns dieser ganz anderen Aufregung, nämlich des Ablieferns, was du ganz richtig sagst, weil wir uns eben nicht die Ruhe lassen, zu sagen, es ist eine Probe für uns, denn es ist ja letzten Endes eine Probe für uns. Auch mit Hilfe des Zuschauers, weil natürlich da was dazu wächst, was wir verwerten können. Aber die Angst war so groß, dass ich nicht weiß, ob das was Gutes ist. Ich bezweifle es fast. Ja, und wie hast du das gefühlt, Walter? Ich dachte erst, wir haben es überwunden am Anfang. Und dann nach der Pause überschwemmte dich, oder bilde ich mir das ein? Mich? Ja. Wieder eine solche Aufregung, dass ich nicht wusste, ist das sollen, muss das sein? Weil so weit sind wir noch nicht, weißt du, dass wir damit schon spielen können. Ja, ich muss sagen, also für den Regisseur, darf ich auch was sagen? Ja. Naja, ich will doch auch. Für den Regisseur ist das diese Erfahrung von unwahrscheinlich Gewicht. Denn ich sitze da weit weg. Ich habe das ganze Publikum vor mich. Vor mir. Ich höre jede Reaktion, ich fühle alles, ich kann genau sagen, das hat nicht geklappt, das war nicht genug, das war genug, diesen Rhythmus müssen wir anders rhythmisieren. Verstehst du? Das ist so, man hat plötzlich die Gefühle vom Zuschauer sind plötzlich da. Und ich kann die kann ich registrieren und danach können wir weiterfahren und die Erfahrungen von dieser Probe und die kommenden Proben können wir uns zu Nutzen machen. Zu Nutzen, auswerten. Zu Nutzen machen.
Es ist natürlich, also ich muss sagen, das war Kleinigkeit, das wussten wir. Das war natürlich, also wie du auch gesagt hast, das war so eine Aufregung, die nicht ganz angenehm ist, natürlich. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich zum Beispiel einen Vergleich mache zwischen hier und Dänemark, wo ich den Misanthrop machte, das war natürlich, dass das auf Vers war, nicht wahr? Das ist noch schlimmer. Aber hier war viel ruhiger. Und ich habe mich gefreut über die Präzision und die Ruhe, die von der Bühne herausging. Und diese Kleinigkeiten, weißt du, wie, was mit dir passiert, man hat das überhaupt nicht gespürt. Ich schon. Ja, aber ich spreche hier jetzt von uns da draußen, ja, im bitte. Publikum, nicht wahr? Bitte sehr. Ja. Und jetzt wollte ich nur, dass wir einen Augenblick darüber sprechen, werden wir das nächste Sonnabend wiederholen. Machen wir dann noch eine öffentliche Probe oder machen wir das nicht? Ich wollte etwas fragen. Und du meinst, dass wir am Mittwoch die Erfahrungen von deiner Seite, die du mit uns, also den Zuschauer und uns gemacht hast, nun verwerten, das heißt Änderungen vornehmen. Da sind nicht große Änderungen, aber da sind doch Änderungen da, nicht wahr? Aber natürlich im Rhythmus Also für mich ist es eine so absolute Qual, aber bei meinem Masochismus und bei meiner Bereitschaft, meine Qual in den Dienst der Kunst zu stellen, bin ich gerne am Samstag bereit, etwas zu wiederholen. Denn das ganze Leben besteht ja nur aus Wiederholung. Wunderbar. Versuchen wir das, ja? Ja. Ja. Vielen Dank, meine Freunde. Dann sehen wir uns Mittwoch wieder, ja? Ja. Ja. Und dass du pünktlich am Samstag da bist, mit der Beruhigung freut sich. Beleuchtung nicht, aber Dekoration wird da und Requisiten werden da und Geräusche, Musik. Es ist schade um die Menschen. Das siehst du ein? Ja. Aber lass uns in Gottes Namen den Klippen ausweichen, jetzt, wo wir sie so gut kennen. Tja, wir wollen es versuchen. Wir sind doch humane, aufgeklärte Menschen. Wir können doch, souverän heißt es nicht, wir können doch großzügig sein und lächeln. Wir können doch über Kleinigkeiten lächeln. Wir können es. Wir, nur wir. Weißt du, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen. Apropos, wo ist denn die Zeitung? Welche Zeitung? Halte ich mehr als eine Zeitung? Lächle doch und sprich nicht so hart. Mit einer Zeitung habe ich das Feuer angemacht. Zum Teufel auf! Lächle doch. Ich habe sie verbrannt. Weil sie das verhöhnte, was mir heilig ist. Was mir nicht heilig ist. Na ja. Ich werde lächeln. Ich werde lächeln. Bis man die Backenzähne sieht, ich werde human sein und mir meine eigene Meinung verkneifen und ja zu allem sagen und mich verleugnen und heucheln. So, du hast als Loch in der Zeitung verbrannt. So. Ne.
Es ist schade um die Menschen. Das siehst du ein? Ja. Aber lass uns um Gottes Willen die Klippen vermeiden. Jetzt, wo wir sie so gut kennen. Ja, wir wollen es versuchen. Wir sind doch humane, aufgeklärte, stimmt aufgeklärt? Ja. Wie? Aufgeklärte Menschen, ja, richtig. Stimmt, wir sind doch humane, aufgeklärte Menschen. Wir können heucheln. Großzügig sein. Ach so, das Gegenteil. Und verzeihen. Entschuldige. Wir wollen es versuchen. Konzentration ist salto mortale. Ich möchte Ihnen gerne die Widmung vorlesen, die auf dieser Schallplattenhülle steht. Ja? Bitte. Brahms Heidenvariation. Til Walter ad Lisna dohanar sorgsen. Für Walter, um zu hören, da hat einer Sorgen. Ingmar, Freitag, der 13. Mai. 13 ist meine Glückszahl. Herr Schmiedinger, warum sind Sie eigentlich, warum haben Sie die Rolle in Einverständnis mit Bergmann niedergelegt? Ja, also während der 7 Wochen Proben mit Bergmann und Strindberg wurde ich sehr verstört, unruhig, aggressiv und unpräzise und hatte große Angst. Aus einem Grund Angst, dass ich das, was Ingmar Bergmann sich im Hinblick auf Strindberg wünscht, nicht schaffe. Und Angst, ich habe oft sehr Angst, Angst kann in einem Überhand gewinnen, sodass man das Empfinden hat, man müsste sich in die Hände von Ärzten begeben. Und das habe ich eine Woche lang getan. Und nun stand aber Christi Himmelfahrt vor der Tür. Das heißt, unser Premierentermin, Kortner nannte solche Tage die Reisetage, Maria Himmelfahrt und Christi Himmelfahrt. Und Bergmann musste eine Entscheidung treffen und hat sich mit mir beraten. Und ich habe ihn gebeten, die Rolle zurückgeben zu dürfen, weil ich nicht wusste, wie diese Angst gesteuert werden kann. Herr Schmiedinger, ist nicht das, die Angst überhaupt ein Problem von Schauspielern? Das Hauptproblem. Ab einer gewissen Kategorie, würde ich sagen. Hauptproblem. Nein, auch nach unten. Wir wollen da keine Qualifikationen abgeben, aber bei einer gewissen Einstellung Besonderes leisten zu wollen, nicht wahr? So wird die Angst vor dem Zuschauer, die Angst vor Strindberg, die wird immer größer. Nun gibt es aber natürlich Momente, in denen die Angst absolut produktiv ist, natürlich. Nicht wahr? Aber wenn sie eine gewisse, zum Beispiel Premierenfieber ist aufregend schön, heißt es in Kiss Me Kate, nicht wahr? Wenn die Angst so einen Zustand einnimmt, dass sie gehemmt sind, das erarbeitet dem Zuschauer zu zeigen, dann wird sie gefährlich, dann wird sie Krankheit. Wie war die Arbeit mit Bergmann? Die 7 Wochen Arbeit waren für mich das Wichtigste in meinem Leben. Ich habe jetzt 44 Jahre gelebt durch Menschen, die ich geliebt habe oder die mich liebten, Erfahrungen gemacht. Ich habe gelesen, nicht viel, meistens immer dasselbe und wusste nicht, ob mein Lebensbild oder meine Weltanschauung, meine Religion oder meine Parteizugehörigkeit stimmt.
Und als Bergmann kam, hat er in 7 Wochen mit uns dieses Stück, ich möchte nicht sagen erarbeitet, wir haben das Stück zusammen gespielt, nicht? Und es war das schönste Spiel. Rien ne va plus. Nicht? Und er hat mit so viel Zärtlichkeit und Hingabe und Zuneigung und Liebe und auch Strenge alles gewusst. Er weiß alles über den Menschen. Und als ich mich bei ihm bedanken wollte dafür, dass er seiner Erfahrung und seinem Wissen mir so viel schenkt, sagte er, Erfahrung und Wissen? Ich habe vor 10 Jahren Ähnliches erlebt wie du. Und wenn er mich fragte in der Früh, was hast du? Sag ich, ich habe nur 3 Stunden geschlafen, sagte ich, nur eine. Sag ich, ja, aber du überstehst das besser und ich beginne zu zittern und so. Und dann hat er ihm gesagt, du wirst ganz ruhig, ganz ruhig, ruhig. Und man wurde dann auch ruhig und hat gespielt. Und wissen Sie, die Tatsache, dass ich den Advokaten in der Premiere nicht spiele, die ist nicht traurig. Denn die 7 Wochen Begegnung mit ihm und Strindberg waren für mich ein Resümee all meiner Erfahrungen in 44 Jahren. Und ich habe gewusst, dass Strindberg weiß das alles ganz genau. Und dass Strindberg wusste es nicht, sondern hat es erlebt. Denn alle seine Stücke sind autobiografische Stücke. Und Bergmann sagte auf der ersten Probe, war sein erstes Wort, es ist ein Stück der Liebe. Da dachte ich mir, hoppla. Und dann hat er uns gezeigt, warum es ein Stück der Liebe ist. Liebste, ich sterbe in dieser Luft, in diesem Zimmer mit der Aussicht auf den Hinterhof. Mit diesem Kindergeschrei, das mich nicht schlafen lässt, endlose Stunden lang. Mit diesen Menschen da draußen, ihrem Gekeif, ihrem Gejammer, ihren Beschuldigungen. Ich muss sterben hier drin. Stimmt, das muss ich jetzt hierher kommen. Ja. Das habt's was doch, wenn ich eh schon ratlos im Land stehe. Arme kleine Blume. Ohne Licht. Ohne Luft. Herr Parüller, Sie mussten einspringen für die Rolle. Ja. Hatten sehr kurze Probenzeit bis zur Premiere. Oder relativ kurze Probenzeit bis zur Premiere. Ja. Bringt es besondere Probleme mit sich? Eigentlich nicht unbedingt. Vor allen Dingen, wenn man in so eine fertige Sache einspringt und doch 14 Tage Zeit hat, ist das ja eigentlich viel leichter, als wenn man in etwas hinzukommt, wo nichts ist. Nicht? Und das Ganze von Anfang an, es war ein wunderbarer Regisseur, ein glänzender Schauspieler, hat das vorher probiert. So ist das auch wiederum eine Erleichterung. Trotzdem ist es schwer, in relativ kurzer Zeit sowas zu übernehmen. Und wie war die Arbeit mit Bergmann? Wunderschön. Die Fortsetzung? Wunderbar. Ja, man kann dazu viel sagen. Eigentlich nur angenehm, beruhigend und so, dass ich... Was macht eigentlich seinen Arbeitsstil aus? Ja, das ist sehr schwierig für mich zu beurteilen, weil ich ja die Anfangsproben, in denen sich so eine Sache entwickelt, nicht miterlebt habe. Ich habe das Fertige vorgesetzt bekommen, das mir sehr gefallen hat. Eigentlich ein Kollege, bei dem man sich sehr zu Hause, sehr wohl und sehr familiär fühlt und trotzdem von höchstem Niveau man nur sprechen kann. Ich habe von Arbeitsstil in dem Sinn leider Gottes eben nichts mitgekriegt, sondern man hat mich halt nur eingefügt ein bisschen und mir aber die Möglichkeit gelassen, mich selber auch ein bisschen so auszubreiten, nicht? Und das ging wunderbar mit ihm zusammen in der Arbeit und mit den beiden Kollegen, mit denen ich hauptsächlich zu tun habe.
Siehst du jetzt, wie schwer es ist? Und das Kind, das zu einem Segen, zu einem Band zwischen uns werden sollte, es wird unser Verderben. Liebste, ich sterbe in dieser Luft, in diesem Zimmer mit der Aussicht auf den Hinterhof, mit diesem Kindergeschrei, das mich nicht schlafen lässt, endlose Stunden lang, mit diesen Menschen da draußen und ihrem Gejammer, ihrem Gekeif, ihren Beschuldigungen. Ich muss sterben hier drinnen. Arme kleine Blume, ohne Licht, ohne Luft. Und du sagst, es könnte noch schlimmer sein. Ich gehöre zu denen, die man hier im Viertel beneidet. Alles ginge noch, wenn ich nur irgendetwas Schönes zu Hause haben dürfte. Ich weiß, du meinst eine Blume, einen Heliotrop zum Beispiel. Aber der kostet eine Krone 50. Das sind 6 Liter Milch oder 10 Pfund Kartoffeln. Ich bin gern ohne Essen, wenn ich nur meine Blume hätte. Es gibt eine Art von Schönheit, die nichts kostet. Und wenn die im Heim fehlt, ist das die größte Plage für einen Mann mit Schönheitssinn. Was ist das? Wenn ich es sage, wirst du mir böse. Wir haben einander versprochen, nicht böse zu werden. Wir haben einander versprochen. Alles geht, Agnes. Nur nicht die kurzen, harten Töne. Kennst du die? Noch nicht. Die soll nie vorkommen. Nie, soweit es in meiner Macht steht. Sag es. Gut. Wenn ich in eine Wohnung komme, dann sehe ich zuerst nach, wie die Gardine unten in ihrem Halter sitzt. Sitzt sie wie ein Strick oder wie ein Lappen, dann gehe ich gleich wieder. Dann werfe ich einen Blick auf die Stühle. Stehen sie richtig, dann bleib ich. Dann sehe ich mir die Kerzen in ihren Leuchtern an. Stehen sie schief, dann ist am ganzen Haus was Schiefes. Das ist die Schönheit, meine Liebe, die nichts kostet. Nicht diese kurzen Töne, Axel. Sie waren nicht kurz. Doch, das waren sie. So was. Zum Teufel! Wie redest du mit mir? Verzeih, Agnes. Aber ich habe unter deiner Unordnung ebenso gelitten, wie du unter Schmutz leidest. Ich habe nicht gewagt, beim Aufräumen zu helfen, denn dann wirst du böse und meinst, ich will dich kritisieren. Lass uns aufhören. Ich glaube, ich fange an, dich zu hassen. Agnes! Das wäre unser Untergang. Lass uns dem Hass zuvorkommen. Ich verspreche dir, dass ich nie mehr etwas über das Aufräumen sagen werde, selbst wenn es eine Tortur für mich ist. Ich werde Kohl essen, selbst wenn es eine Qual für mich ist. Also ein Zusammenleben unter Qualen. Was den einen freut, plagt den anderen. Es ist schade um die Menschen. Das siehst du ein? Ja. Aber lass uns in Gottes Namen die Klippen vermeiden. Jetzt, wo wir sie so gut kennen. Wir wollen es versuchen. Wir sind doch humane und aufgeklärte Menschen. Wir können doch großzügig sein und verzeihen. Wir können doch über Kleinigkeiten lächeln. Wir können es. Nur wir. Weißt du, ich habe heute in der Morgenzeitung gelesen. Apropos, wo ist denn die Zeitung? Welche Zeitung? Halte ich mehr als eine Zeitung? Lächle doch und sprich nicht so hart. Mit deiner Zeitung habe ich das vorher angemacht. Zum Teufel auch! Lächle doch! Ich habe sie verbrannt, weil sie das verhöhnte, was mir heilig ist! Was mir nicht heilig ist! Na ja, ich werde also lächeln! Ich werde lächeln, dass man meine Backenzähne sieht! Ich werde human sein und mir meine eigene Meinung verkneifen! Und ja, zu allem sagen, mich verdrücken und heucheln! So, du hast also meine Zeitung verbrannt! So, so!
Der Einbau des Bühnenbildes. Da ein bisschen unscharf machen. Das Einleuchten der Dekoration. Noch mehr. Noch. Stopp! So, jetzt machen wir bitte rechts 9 aus von der Galerie. Finde ich besser. Ja. Findest du nicht? Doch, ja. Das kann man sollte man vielleicht jetzt gib mal diese hintere doch ein bisschen auf den Dekoration, oder? Aber ganz leise. Ja? Wie wir hinten 4 bis 9 Galerie dazu. Könnte man, ja. Und dann sofort, könnte man die, ja, vor, die da vorne hier unten haben. Da hatte man das schon das Kupferstechen. Galerie? Ja. Also jetzt fort mit euren 10 und 11 auf Stand. Herr Martin, ganz langsam, wir, müssen wir schon rein. Pass auf, den Zehner wirst du nachlassen. Aber die, Herr Martin. Die vorne wegnehmen zuerst. Ja, super. Moment. Nee, den Hut nicht. Nein. Nein, siehst du, nein, auch nicht am Schluss. Denn, der Regisseur begutachtet Kostüm und Maske. Dann nimmt das Hut dein Gesicht weg. Und das finde ich schade, ja? Am Anfang soll er bleiben. Ja, beim ersten Auftritt. Du bist fertig. Oder willst du mit mir sprechen? Nein, wir müssen nur wegen morgen. Schauspieler. Ja, da wird der Hut genommen. Lieber Halbwert. Denn dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Wir müssen ja um 3 Uhr aufhören. Ja, gut. Dann sehen wir uns morgen. Ja. Auf Wiedersehen. Ich soll für den Pfarrer, was soll das? Ja, du, er soll. Nein, siehst du, nein, er muss ein schwedische Pfarruniform haben. Ja, und wie schaffen wir das? Ja, ich werde schauen, das ist das ist so ein Bischof. Das ist ein schwedischer Bischof, weißt du. Und er hat so einen Kragen mit 2 Ja. Und dann hat er ein Kreuz, ein goldenes Kreuz hier, ja, das hier hängt. Nein, auf die Evangelien. Ja, Bischöfe schon. Ja. Das wärst du. Ja. Nein, ja, so ungefähr sehen die aus. Die sehen so aus. Ja, das sind die Bürsten. Und dann hängt ein goldenes Kreuz hier. Nein. Es ist ein bisschen steif und tot. Ja. Könnte man es nicht ein bisschen schöner machen? Ja. Nein, du, das Haar in sich selbst ist wie Stahl. Ich mach was anderes. Du machst was anderes, ja. Soll ich, der Michael hat keine Hosenträger. Nein. Also der Poet hat keine Hosenträger. Was sich nicht vermeiden lässt, da ich... Ja? Lass ihn mal vor. Ja, sag ihm was. Du, das war sehr gut so. Ja, ich fand's auch sehr, prima. Sehr schön. Das lassen wir so. Ist nur so, du. Wenn sie da... könnte man so machen, wenn in der Ehe, wenn sie im Advokatenheim kommt, dass sie selbst das so macht. Eine Ofenszene. Ja. Wenn das kannst du das? Wenn du da, siehst du mit deinen Haaren. Wir müssen es halt probieren, ob sie es schaffen. Oben ausprobieren, ob sie es mit ein oder man zwei muss mir auf jeden oder? Fall eine Tasche in das Mantelkleid machen, weil wenn jetzt Schnupfen hat, aber selbstverständlich. Und wenn sie natürlich jetzt Haarnadeln mitnehmen muss, dann müsst ihr eine Tasche haben. Ja, das ist sowieso eins für die Stadt. Es ist eine Zeitfrage, ob ich das so schnell... Sie sich du kannst dich ganz ruhig da hinsetzen und anfangen zu spielen. An dem Ofen? Am Ofen. Da sitzen sie eh. Nur wenn du willst. Aber ich finde, weißt du, das ist doch so typisch. In Schweden ist es so, wenn eine Frau verheiratet ist, dann kommt das Haar weg. Dann ist das Haar hoch. Und dann im nächsten Bild soll ich... Am 19. Mai 1977, nach rund 250 Probenstunden, findet die Premiere statt. Der Beifall dauert 25 Minuten.